Guten Morgen. Wir lesen heute weiter in Philipper Kapitel 1, und zwar heute die Verse 3 bis 6. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Wir sind hier immer noch ziemlich am Anfang des Philipperbriefes. Der Apostel Paulus schreibt einen Brief an diese Gemeinde, an die Christen in der Stadt Philippi. Und gerade hier in den ersten Versen können wir ziemlich gut das Verhältnis sehen oder die Beziehung sehen, die Paulus zu diesen Christen hatte. Und wir erkennen, dass es eine Beziehung der Liebe und der Fürsorge war. In den Versen, die wir gerade gelesen haben, zeigt sich das vor allem, dass Paulus alle Zeit an diese Christen denkt, dass er sich für sie, um sie sorgt, dass er dankbar ist für das, was bei ihnen geschieht, dass er Fürbitte tut, also dass er für sie betet und das mit Freude. Und das ist interessant. Paulus ist selber ein Mensch, der kein leichtes Leben gelebt hat, der viele Schwierigkeiten hatte, der viele Herausforderungen hatte. Jetzt in dem Moment, wo er diesen Brief schreibt, da sitzt er im Gefängnis, in Gefangenschaft. Man könnte denken, Paulus, du hast doch selber so viele Probleme, um die du dich sorgen kannst, an die du denken könntest. Aber trotzdem lesen wir hier, dass Paulus in dieser schwierigen Situation an die Gemeinde in Philippi denkt. Dass er für sie betet. Dass er betet für die Schwierigkeiten und Probleme, die es in dieser Gemeinde geben könnte. Und wir lesen auch, dass er das mit Freude tut. Nicht nur, dass er sich irgendwie dazu zwingt, hin und wieder mal an sie zu denken und vielleicht auch mal für sie zu beten. Nein, er tut es mit Freude. Aus echter Freude und Motivation möchte er an sie denken. Er freut sich darüber, wenn er an sie denkt und wenn er für sie betet. Und vor allem lesen wir, dass er Gott dankbar ist für das, was in dieser Gemeinde geschieht. Ein Mann, der selber Schwierigkeiten hat, kann so eine Liebe, so eine Fürsorge, so eine Dankbarkeit zu diesen Menschen haben, zu diesen Christen haben, die eigentlich so weit weg sind von ihm. Und wir könnten uns die Frage stellen, wie ist das möglich? Wie können wir so eine Beziehung, so eine Fürsorge, so eine Liebe zu anderen Menschen haben? Und die Antwort auf diese Frage, die haben wir eigentlich gestern in der Morgenandacht auch schon gehört. In den ersten zwei Versen des Philipperbriefes. Aber Paulus, er sagt denselben Gedanken nochmal in den Versen 5 und 6. Er schreibt, ich danke Gott für das, was bei euch geschieht. Ich freue mich, ich denke an euch. Und dann ab Vers 5, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Das, was Paulus mit diesen Christen in Philippi verbindet, das sind nicht nur ein paar gemeinsame Hobbys. Das sind nicht nur ähnliche Charaktereigenschaften. Das ist noch nicht einmal in erster Linie die finanzielle Unterstützung, die er von dieser Gemeinde bekommen hat. Mit Sicherheit war er dafür auch sehr dankbar. Aber das ist nicht der Kern der Sache. Paulus, er sieht das, was wirklich wichtig ist. Das, was das Allerwichtigste und der eigentliche Zentrum dieser Beziehung ist. Er sagt, das, was ihn mit dieser Gemeinde verbindet, ist die Gemeinschaft am Evangelium Jesu Christi. Die frohe Botschaft von Jesus Christus ist das, was ihn mit dieser Gemeinde verbindet. Diese Gemeinde, sie liebt Jesus. Sie hat eine echte Beziehung zu demselben Herrn, zu dem auch Paulus eine Beziehung hat. Und das ist es, was ihn so mit diesen Menschen verbindet. Das ist es, was in ihm diese Freude und Dankbarkeit hervorruft. Er weiß, dass sie Jesus lieben. Er weiß, dass Jesus Christus, er weiß, dass der Heilige Geist in dieser Gemeinde wirkt. Und deswegen kann er mit Freude an sie denken. Denn er weiß, dass wenn der Heilige Geist wirkt, dann wird dieses Werk auch vollbracht werden. Dann wird diese Gemeinde auch durch Schwierigkeiten und durch Herausforderungen durchgeführt werden. Und sie wird bis ans Ende, bis Jesus kommt, herausgeführt werden. Und das ist diese Freude und diese Dankbarkeit, die Paulus spürt. Paulus, er schaut auf das, was wirklich wichtig ist, auf das, was wirklich wertvoll ist, auf das Evangelium und erkennt, wie er mit diesen Menschen verbunden ist,
wie er dadurch eine wundervolle und liebevolle Beziehung zu ihnen hat. Und ich würde mir wünschen, dass wir wie Paulus schaffen, auf das Wichtigste zu schauen, auf das zu sehen, was wirklich wertvoll ist, auf die Beziehung zu Jesus Christus, auf das Wirken Gottes in unserem Leben. Wenn wir heute unseren Tag leben, so sollen wir hoffentlich auf das schauen, was wirklich wertvoll ist. Wie können wir in dieser Beziehung zu Gott wachsen? Wie kann Gott in uns wirken? Und das soll sich hoffentlich auch auf unsere Beziehung zu anderen Menschen auswirken. Schauen wir nur auf ihren Charakter, auf das, was wir vielleicht von anderen Menschen bekommen oder erhoffen, oder sehen wir unsere Gemeinschaft am Evangelium? Sehen wir die Beziehung zu Gott? Sehen wir das Wirken Gottes? Und gerade dieser letzte Vers ergibt uns so eine wundervolle Hoffnung. Denn wenn wir auf das Wichtigste schauen, wenn wir auf das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben schauen, dann können wir mit Freude wissen, dass dieses Wirken standfest ist, dass dieses Wirken nicht aufhören wird, dass der Heilige Geist uns durchführen wird, bis Jesus selber wiederkommen wird. Lasst uns beten. Vater, ich danke dir für dein Evangelium. Ich danke dir dafür, dass wir verbunden sein können durch das, was wirklich wertvoll ist, durch deinen Sohn, der gestorben und auferstanden ist. Und ich bitte dich, dass du uns heute hilfst, das als das Zentrale und als das Wertvolle in unserem Leben zu sehen. Die Gemeinschaft an deinem Evangelium. Ich danke dir, dass du wirkst, und ich bitte dich darum, dass du auch heute wirkst. Dass du an uns arbeitest, dass du diese Beziehung und diese Liebe zu dir wachsen lässt und förderst. Bitte hilf uns in allem, was wir heute erleben werden. Bitte sei bei uns, bitte segne uns und führe uns durch alle Schwierigkeiten. Amen.